Ich grüße euch, Freunde, recht herzlich zur weiteren Folge Grid Autosport. Es geht feucht, fröhlich, raserisch, vielleicht auch tödlich, weiter. Ja, wir müssen jetzt, oder wir wollen, Raven West in den Arsch treten. Sprich, Zitat, Nathan McCain. Ja, von hinten rasieren. Ich denke mal, das ist das Motto, mit dem wir heute starten können. Ich schau mal, Fähigkeit. Wir haben jetzt eine kleine Strecke, das heißt, wir müssen ja eigentlich nicht so auf Abtrieb gehen, aber ich mach's trotzdem mal. Komm, ich mach's trotzdem mal. Ist ja eben Stufe 1, alles, ne? Tuning, technisch, Differential mache ich mal auf offen. Könnte mein Tod sein, aber ich will aus der Kurve schnell rauskommen, also rausbeschleunigen. Ah, mal schauen, wie es wird. Mal schauen, wie es wird, mal schauen, wie es wird. Hockenheim ist ja richtig geil. Die kann ich gut. Unser zweiter Wagen geht vom 13. Startplatz ins Rennen. So, wollen wir mal. Das Rennen fahren wir noch in der Außensicht und das nächste Rennen fahren wir da auch in der Innensicht wieder. Oh, da geht's das Gerammel los. Zum Glück war ich nicht mit involviert. Ja, ungeil. Drei Runden, oh, die gehen knackig zu Ende auf jeden Fall. Die gehen sehr knackig zu Ende. Oh, ja, gut, gut, ganz gut aus. Ah, los. Ja, die gerade, da fehlt mir zu Höchstgeschwindigkeit, ne? Aber gut, ist ja eine kleine Strecke, von daher. Oh, 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 Razor wird da schon leicht in die Bedrulle gebracht. Zitat, unser Teamkollege hier. Oh, Mensch. Was für ein Hitbox, ey. Ich war noch nicht mal in seiner. Boah, ich war noch nicht mal, ich war noch nicht mal an seinem Arsch dran, trotzdem. Werde ich von ihm geblockt. Oh, nicht schlecht. So, Platz 14. Da muss noch mehr rein, da muss noch mehr rein. Aber wo rein? Siehst du, da komme ich gleich mal rein. Boah. Ja, Mensch. Ich Idiot hätte vielleicht von Lenkwinkel umstellen sein, weil bei der vorigen Folge war der Lenkwinkel auch noch so, ich glaube, bei 600 Grad oder so. Mensch, jetzt lass doch mal los. Meine Güte. So ein Schleimer. Runde 2. Du fährst mit dem Hauptfeld mit. Die Kurve kann man eigentlich mit noch mehr Geschwindigkeit nehmen, aber nee, ich traue mich da nicht so. Nicht bei Touring C Autos. Nee, nee. Die haben dafür viel zu wenig Grip. Da ich da irgendwie durchsteche. Nee, nee. McCain war erster. Startplatz 11, er ist genau vor dir. Noch zwei Runden. Nathan McCain ist nicht genau vor mir, du Lümmel. Der ist erster, Mann. Oh, nee. Ja, schwer musst du einfach kämpfen. Du musst kämpfen. Du kannst hier einfach so, so DTM-mäßig einfach sauber überholen. Das kannst du vergessen. Du musst kämpfen, sonst kommst du nicht nach vorne. Die KI macht uns jedes Mal die Türen hier zu. Und wenn die Pforten dicht sind, sie enden im Gelände. Du stehst da hinten an und kannst Nummer ziehen, ne? Ihr kennt den Spruch, ja? Oh, die Seitenrohre finde ich sehr geil. Also die Endtöpfe, die er an seinem Seitenschweller dran hat, finde ich sehr geil. Weil normalerweise sind ja bei den Ford-Fahrzeugen mal hinten die Auspuffe, ne? Und da sind sie an den Seiten dran, ein Seitenschweller. Oh, da Schwung geht wieder nicht mit, ey, oh. Jetzt schon mit Schwung den Lappen da überholen, aber gingen wir nicht. Aufgrund von Kontakt hinten am Arsch. Die Crew, die zieht wieder ran, ey. Neunter Platz, ah, da muss noch mehr, da muss noch mehr, Jungs, da muss noch mehr. Du hast Startplatz 9, fahr nach vorne, wenn du kannst. Letzte Runde, jetzt heißt es nochmal Gas geben.
Oh, oh, leicht verbremst. Naja, Cusco war ja klar, so über Kampflinie fährst du, dummer Lappen. Lappenverein, so rum, ist ja die Marke, also der Sponsor, nicht der Typ an sich. Oh, Achter. Na ja, gut, immerhin Top 10. Das können wir noch ausbessern in der nächsten Runde. Wir müssen uns halt bloß gleich vorne absetzen. Wir müssen uns gleich vorne absetzen. Wir müssen das Ruder im nächsten Rennen rumreißen. Wir haben etwas an Boden verloren. Naja, das habe ich doch gemeint. So ist es. Wir müssen nämlich schnell nach vorne und gleich die Position halten. Vierter oder Fünfter mindestens. Dann müssen wir gleich Position halten. Am besten noch Erster. Erfahren wir auf Platz 3. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ah, Wertung 5. Teamwertung 5 ist shit. Ein bisschen. Würde ich schon gerne weiter vorne haben. Komm, wir machen jetzt mal. Das könnte mich jetzt meine Position kosten im schlimmsten Fall. Aber ich probiere es mal. Mach Abtrieb mal ein bisschen runter, damit wir mehr Höchstgeschwindigkeit haben, auch wenn es so eine kleine Gerade ist. Du hast Startplatz 9 und unser zweiter Wagen geht vom vierten Startplatz ins Rennen. Vom vierten, okay, okay. Dann muss der Kollege aber vorne bleiben. Ich versuche auch nochmal ein bisschen davon mitzuziehen. Oh, Forge kommt ran. Verpisst euch. Oh, da gab es schon erst eine Kollision. Ich war diesmal mit involviert. Und jetzt wird es spannend, du. Oh, oh. Ich sehe schon, komm, ich werde ausgebremst, ich sehe schon. Au, au, au. Oh, das knallt. Wie so Popcorn, ey. Popcorn. Sorry, so. Wollte ich jetzt nicht so ins Ohr rein hauchen. Oh, ja, wunderbar. Wir müssen da vorbei, Jungs. Wir kommen da nicht drum herum, du, wortwörtlich jetzt gesehen. Wow. Das ist beinahe schon, man kann sagen, je höher der Schwierigkeitsgrad, oh, oder was für ein langer Dreher, desto mehr musst du auf Kampf fahren, also viel mehr aggressiver, weißt du? Du musst richtig rinrömmeln. Ja, jetzt habe ich Platz aufgelassen, ich Idiot. Ab hier. Oh, zieh rum. So, Platz 5. Hanna Wolfs auf dem ersten. Die kriegen wir auch noch. Zwei Runden. Ey, zähl doch mal richtig, du Lümmel. Oh, der war gut. Rechts rum jetzt. Rechts rum, jawohl. Jawohl, dann auch vorbei. Fünften, vierten, dritten. Einlenken in den zweiten Rennen raus, beschleunigen. Jawohl. Das war knallt, ey, so geil. Achso, wir wollten ja in Innersicht fahren. Wo war hier die Sicht? Nein, das war sie nicht, mein Sohn. Ah, okay, mal gucken. Startplatz 3. Zieh vorbei, wenn Platz ist. Noch 2 Runden. Er ist weniger als eine Sekunde vor dir. So, nur noch Team Lippy Molly vor uns. Da stech mal rein. Holen uns damit den zweiten. Oh, 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 sollen wir ausmachen? Auslinie. Dritten rein. Rum. Jawohl. Ich fahre meinen Brummen um dich herum. Jawohl, ey. So lass ich mir schmecken, den Braten. Oh, von innen hört er sich auch sehr geil an. Man haut richtig schön den Turbo so anziehen, ey. Oh. Wie so ein Staubsauger, den du gerade ausmachst. Richtig cool.
Ja, und ich freue mich natürlich schon auf die kommenden weiteren geilen Folgen mit euch zusammen. Denn, denn ihr wisst ja, bei Kategorie C werden wir nicht bleiben. Sondern wir werden auch bis B und A hochfahren. Und glaubt mir, da wird es richtig pervers. Die KI ist ja jetzt schon auf Harakiri in Armor, glaube ich. Wenn ich wüsste, wie es ab höheren Stufen bzw. Klassen dann ist. Ich glaube, dann brauchst du schon hier, keine Ahnung, eine Panzer, um überhaupt noch eine Linie zu fahren. Weil die sich nur noch wegrammeln. Oder man wird vielleicht sogar noch im schlimmsten Falle in irgendeinen Crash involviert. Und kommst von der Strecke ab. Ja, dann gut Nächte, ne? Kannst den ganzen Schmarrn noch neu machen. Vor allem, wenn du vielleicht noch so ein Langstreckending fährst als Beispiel. Was wir zwar nicht haben bei Touristen-Dinger, deswegen fahren wir die Touristen-Klasse. Aber ich meine bloß. Na, da kommt sie mal schnell ins Kotzen. So, damit erster Platz. So wollt ihr sehen, Hockenheim ist einfach meine Strecke. Aber die KI war auch nicht schlecht. Ja, Herr Dorf hat sogar ein bisschen länger dran knabbern. Bis die Rinde abfällt. Was man von deinem Teamkollegen leider nicht behaupten kann. Ja, richtig schlampig, Diego. Richtig schlampig. Du hast nicht die Emotionen gehabt. Die Emotion. Du Cabron. Ja, okay. So, weiter. Weiter, ja, Vorwertung 3, ja, Team auf 4, ja, ging. Ja, gucke an. Zwei Sponsoren waren jetzt nicht so begeistert, aber gut. Ja, leck mich, weißt du, ihr habt die anderen Vierer. So, wo sagen die Punkte? Ah, Dachstufe vielleicht noch. Oh, Minicup, Freunde. Den nehmen wir noch mit, denn ihr wisst, es ist bloß ein Rennen. Also, wenn ich das jetzt cutten würde jetzt und als eine Folge mache, wäre der Minicup, ja, 3 Minuten vielleicht, wenn überhaupt. Das kann ich nicht antun. Nee, das hängen wir hinten dran. Oh, Brenz Hatch, Junge. Brenz Hatch, wo ich dich catch, Junge. Oh, Mann, die Strecke, ey. Oh, ihr wisst ja, Mini-Migler, ich hasse diese Kiste, ey. Aber mal, wir müssen den Apfel beißen. Wir müssen, sonst kommen wir nicht weiter. Sie bekommt im Moment viel Aufmerksamkeit. Gabriel. Gabriel, oh. Die kann gleich mit einer Anstellung meinen Dreck fressen. Ich werde die nämlich eiskalt überholen, alle Mann. Ich werde die eiskalt alle überholen, jetzt hier. Sehr optimistisch geht der Herr Plätzke ran. Ja. Genieß einfach das Rennen und mach das Beste daraus. Genieß das Rennen, mach das Beste daraus. Das ist wie so ein Spruch von einem Psychologen. Ach ja, ihm geht's aber sehr scheiße. Wollen Sie einen Drops lutschen? Dann geht's Ihnen gleich besser. Und hören Sie auf, so vielleicht negative Gedanken zu haben, mein Sohn. Setzen Sie sich hin, legen Sie die Füße hoch. Na, erzählen Sie von Ihrer Lebensgeschichte, du Nöppel. Das gibt's doch gar nicht, ey. Habt ihr mich hier weg, der Lappen? Wittenstein. Oh ja, und die Bremsen natürlich typisch Oldie. Oh, ey. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall in niedrigen Gängen reinfahren. Ja. Mensch, hau doch ab mit deiner Quietschkiste hinter mir. Ein Untersteuern aus der Hölle, Freunde. Lass dir in Runde 2 was einfallen. Wir müssen an das Hauptfeld rankommen. Ja, ich lass mir da was einfallen. Damit so am schnellsten, wie ich die Stimmen kriege. Ich mach schon hier. Ich mach schon. Ich muss erst mal gucken, wie ich mir sie hier so anstelle. Mensch. Alles schön eintönig hier gehalten. Wunderschön, wunderschön. P7, da muss jetzt noch mehr, kommen. Nur ein paar Beulen, nichts Mechanisches. Naja, immerhin. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Ah ja, hat bloß 4 Gänge. Ich wollte schon, hast du ja schon gehört, wollte hochschalten, aber nee. Oh, Mensch. Ein Gerammel hier, wie so eine Rammelbude hier. Da noch vorbeikommen die Jungs davon, ich weiß nicht. Ah,
P5. Da geht noch mehr, Jungs. Da geht noch mehr. Ich schwör's euch. Ah, weg mit deinem Mini. Letzte Runde. Jetzt heißt es nochmal Gas geben. So, ja. Vier Gänge, mein Junge. Krieg ich irgendwie Arsch auf einmal an seinem Arsch hinten dran. Wenn der Arsch zum Eimer kommt, ne? Wenn der Arsch zum Eimer kommt. So. Jetzt aber nur hier. Tacheles hier. Danke, dass du offen lässt. Jetzt kann ich schon hier reinziehen. Ja, Linie. Welche Linie denn, du Lappen? Da ist nicht mal eine Linie. Das war auf dem Körper und nicht irgendwie vor dem Körper oder hinterm Körper. Hab den Kopf nicht mal geschnitten oder sowas. Ach, das Spiel. Bleib ruhig, mein Junge, bleib ruhig. Das Strafsystem ist dann schon auf echt ein Witz. Aber egal, erster. Daran dürfte wen juckt? Ein Weilchen knabbern. Toller Sieg. Ah, McCain, hat sie geschmeckt, mein Sohn? Du hast tatsächlich noch gewonnen. Starkes Rennen. Was das jetzt heißen? Du hast tatsächlich noch gewonnen. Das hört sich an, als ob wir schon eine Wette abgeschlossen. Ey, Alter, ich wette mal 10 Euro. Der verliert bestimmt, Alter. Der verliert bestimmt. Also, ehrlich. Und das ist noch mein Boxenkollege. Also, nee. So, das ist mein Ingenieur. Naja, alles Ratten. Ratten. So, 3600 EP gehabt's. Geht. Ja, 4 Minuten Überlänge. Ist aber nicht schlimm. Na gut, sagen wir so, 15 Minuten ist eigentlich Standard, ne, bei mir. Sagen wir, dann sind es schon eine Minute und ein paar zerquetschte Überlänge, aber ist nicht so schlimm. Ja, das nächste ist in Sepang. Ich glaube, Sepang ist nicht in Malaysia. Doch, oder? Doch, Sepang ist in Malaysia, glaube ich. Ja, mit Team Razor Motorsport geht es dann feuchtfröhlich weiter. Die Differenz sagt schon minus 70, also wir waren schon mal besser, minus 20 schon. Waren wir auch schon mal. Naja, mal schauen, wie es bei nächster wird. Moment auf Platz 3 der Fahrerwertung. Du bist genau da, wo du sein solltest. Ah, oh, ist eine gute Bilanz. Ja. Mein Freund, und den, Freunde, den werden wir richtig schlagen. Und zwar in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und auch gerne ein Abo, wenn ihr länger dabei sein wollt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bleibt immer auf dem neuesten Stand rund um meinen Kanal. Genau, jetzt haben wir's. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Resttag. Ciao.